Die Natur hat es nicht eilig, und doch ist alles vollbracht. Dies sind die unsterblichen Worte aus dem Dao de Jing, einem alten chinesischen Text, der dem weisen Lao Tzu zugeschrieben wird. Dieses tiefgründige Zitat fasst die Essenz eines alten Konzepts der östlichen Philosophie zusammen, das als Wu Wei bekannt ist und das Herzstück des Taoismus darstellt. Es bedeutet so viel wie Nichtstun oder müheloses Handeln und ist ein Prinzip, das uns dazu anleitet, in Harmonie mit dem Fluss des Lebens zu leben und uns mit den Strömungen der Welt zu bewegen, anstatt gegen sie anzugehen. Es impliziert nicht Untätigkeit, sondern ermutigt zu spontanem Handeln. Und mühelos, aus einer tiefen Verbundenheit mit der natürlichen Welt und unserer angeborenen Natur heraus. In unserer modernen, schnelllebigen Gesellschaft, in der wir oft Hetzen und Multitasking betreiben, scheint das Konzept des Wu Wei sowohl fremd als auch verlockend. Es lockt uns zu einer langsameren, achtsameren Lebensweise und verspricht im Gegenzug Frieden und Erfüllung. Es wirft eine verlockende Frage auf: Kann uns die Praxis des mühelosen Handelns helfen, die stürmische See des modernen Lebens mit Anmut und Gelassenheit zu durchschiffen? Auf unserer heutigen Reise werden wir 5 wichtige Lektionen von Wu Wei erkunden. Lektionen, die nicht nur relevant, sondern unglaublich wichtig für unser persönliches und berufliches Leben in der heutigen Welt sind. Lektion 1: Nimm den Fluss des Lebens an. Ein Wassertropfen auf einem Blatt, ein Fluss, der sich durch ein Tal schlängelt, die Sonne, die in der Dämmerung untergeht, die Natur leistet keinen Widerstand, sie fließt einfach. Dies ist die erste Lektion, die uns Wu Wei lehrt, den Fluss des Lebens anzunehmen. Im Gegensatz zu manchen Interpretationen geht es beim mit dem Fluss gehen nicht um Passivität oder Gleichgültigkeit. Vielmehr geht es darum, sich aktiv auf die Welt um uns herum und in uns einzulassen und die natürlichen Strömungen des Lebens zu erkennen und zu respektieren. Es geht darum, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen, nicht aus Faulheit oder dem Wunsch, Schwierigkeiten auszuweichen, sondern aus einem tiefen Verständnis für die inhärenten Rhythmen der Natur und unserer eigenen Natur. Stellen Sie sich vor, Sie paddeln auf einem Fluss. Wenn Sie gegen die Strömung paddeln, wenden Sie viel Energie auf und kommen kaum voran. Wenn Sie jedoch mit der Strömung navigieren, nutzen Sie Ihre Energie, um sich mit Leichtigkeit und Effizienz vorwärts zu bewegen. Das ist Wu Wei in Aktion. Stellen Sie sich nun vor, Sie navigieren durch ein Projekt, das trotz Ihrer Bemühungen auf Hindernisse stößt. Wu Wei schlägt vor, einen Schritt zurückzutreten, um Ihre Herangehensweise zu überdenken und neu auszurichten, so wie Sie mit dem Strom navigieren würden. Das könnte bedeuten, einen anderen, effektiveren Weg zu finden oder zu erkennen, dass man Geduld braucht. Genau wie der Fluss hat auch das Leben seine eigenen Strömungen, und wenn man lernt, mit ihnen zu fließen, werden Hindernisse zu leitenden Kräften. Dieses Prinzip des Wu Wei in den Alltag zu übertragen, kann angesichts unserer gewohnheitsmäßigen Verhaltensweisen und Denkmuster zunächst schwierig erscheinen. Ein aufschlussreiches Zitat aus dem Dao de Jing bietet jedoch Orientierung. Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich zu dem, was ich sein könnte. Das bedeutet, dass wir nicht an unsere vergangenen Handlungen, Verhaltensweisen oder Identitäten gebunden sind, sondern dass wir uns jederzeit dafür entscheiden können, uns weiterzuentwickeln, anzupassen und mit dem natürlichen Fluss des Lebens in Einklang zu bringen. Denken Sie daran, dass es bei Wu Wei darum geht, unsere Bemühungen mit dem natürlichen Lauf der Dinge in Einklang zu bringen, damit wir mit mehr Anmut, Effizienz und Frieden vorankommen können. Lektion 2: Das Bedürfnis nach Kontrolle loslassen. Das Dao de Jing rät weise: Wenn man loslässt, wird alles erledigt. Die Welt wird von denen gewonnen, die sie loslassen. Das ist eine Erinnerung an die ständige Spannung, in der wir uns befinden, wenn wir in einer von Natur aus unvorhersehbaren Welt nach Kontrolle streben. Wu Weis zweite Lektion ist diese: Gib das Bedürfnis nach Kontrolle auf. Sie fordert uns nicht dazu auf, das Handeln aufzugeben, sondern unsere starren Anhaftungen und Erwartungen loszulassen. Wie das Wetter entziehen sich manche Dinge unserer Kontrolle. Unsere Macht liegt in unserer Reaktion.
Wir können uns dem Regen widersetzen oder ihn akzeptieren und Freude an seinem Rhythmus finden. Kontrolle loszulassen ist eine Herausforderung, vor allem wenn gesellschaftliche Normen Kontrolle mit Erfolg gleichsetzen. Doch wenn wir Achtsamkeit üben, können wir Akzeptanz kultivieren. Wir lernen, dass unsere Gedanken oft automatische Reaktionen sind, getrennt von unserem wahren Selbst. Wenn wir dieses Verständnis verinnerlichen, können wir anfangen, uns von dem Bedürfnis nach Kontrolle zu befreien und ein Gefühl von Frieden und Akzeptanz zu entwickeln, das unabhängig von äußeren Umständen anhält. Durch Achtsamkeitsübungen wie Meditation oder einen achtsamen Spaziergang beobachten wir diese Gedanken, ohne sie zu bewerten. Mit der Zeit lernen wir, uns nicht dagegen zu wehren oder sie zu kritisieren, sondern sie einfach vorbeiziehen zu lassen. Im Wesentlichen vermittelt Wu Wei, dass es bei echter Kontrolle nicht darum geht, die Welt zu manipulieren, sondern elegant durch ihre Strömungen zu navigieren, ähnlich wie ein Weidenbaum, der sich mit dem Wind biegt, widerstandsfähig und anpassungsfähig, ohne zu brechen. Oder stellen Sie sich einen Tänzer vor, der sich im Rhythmus der Musik verliert und mühelos von einer Bewegung in die nächste übergeht und dabei Anmut und Leichtigkeit verkörpert. Es geht darum, das Bedürfnis nach Dominanz loszulassen und eine Quelle des inneren Friedens und der Gelassenheit zu entdecken. Lektion 3. Kultivieren Sie achtsames Nichtstun. Im Tao Te Ching finden wir das Zitat: Im Streben nach Lernen wird jeden Tag etwas hinzugefügt. In der Praxis des Tao wird jeden Tag etwas fallen gelassen. Das mag paradox erscheinen, vor allem in unserer modernen Welt, in der ständiges Handeln und die Anhäufung von Wissen oder Besitz oft hoch geschätzt werden. Dies bringt uns jedoch zu unserer dritten Lektion von Wu Wei: Kultiviere achtsames Nichtstun. Nun ist es wichtig zu klären, was Nichttun im Kontext des Wu Wei bedeutet. Es geht nicht um buchstäbliche Untätigkeit oder Passivität. Stattdessen bezieht sich Nichttun, oder Wei Wu Wei, auf eine Handlung, die keinen Kampf oder übermäßige Anstrengung beinhaltet. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, in dem unsere Handlungen nicht erzwungen sind, sondern sich natürlich ergeben und mit Leichtigkeit und Anmut ausgeführt werden. Lao Tzu bietet eine tiefgründige Weisheit als Anleitung für diese Praxis. Ein guter Reisender hat keine festen Pläne und ist nicht auf das Ankommen bedacht. Hier geht es nicht nur um das Reisen im physischen Sinne, sondern um eine Metapher für unsere Reise durch das Leben. Sie können diese Praxis kultivieren, indem Sie sich auf die Ungewissheit einlassen und sich über den Horizont des Bekannten hinauswagen. Dies lädt zu neuen, unerwarteten Erfahrungen ein und fördert eine anpassungsfähige, aufgeschlossene Einstellung. Beginnen Sie, das achtsame Nichtstun zu kultivieren, indem Sie sich täglich eine Zeit für diese Praxis nehmen, sei es in Form einer formellen Meditation oder einfach in Form eines Moments der stillen Reflexion. Wenn Sie es dynamischer angehen wollen, können Sie auch einen neuen Stadtteil erkunden oder sich auf eine neue Erfahrung einlassen. Wenn Sie sich ungewohnten Reizen aussetzen, können Sie sich auf natürliche Weise im gegenwärtigen Moment befinden, was eine spontanere Einstellung fördert. Bleiben Sie während dieser Zeit ein Beobachter Ihrer Gedanken, Gefühle und Empfindungen, ohne zu urteilen oder in den Problemlösungsmodus zu wechseln. Diese Pause von unserem gewohnten Tun erlaubt es unserem Geist, sich auszuruhen und zu erfrischen. Wenn Sie sich diese Praxis des achtsamen Nichttuns zu eigen machen, werden Sie feststellen, dass Ihre täglichen Handlungen müheloser und fließender werden. Sie beginnen mit dem Leben zu tanzen, ein spontaner Walzer, der den friedlichen Fluss des Wu Wei verkörpert. Lektion 4. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition. Weil er an sich selbst glaubt, versucht er nicht, andere zu überzeugen. Weil er mit sich selbst zufrieden ist, braucht er nicht die Zustimmung anderer. Weil er sich selbst akzeptiert, akzeptiert ihn die ganze Welt. Dies ist eine Anspielung auf die Weisheit von Lao Tzu im Tao Te Ching. Unsere vierte Erkenntnis aus dem Ethos von Wu Wei lenkt uns auf einen oft übersehenen Kompass in unserem Entscheidungsfindungsinstrumentarium: das Vertrauen in unsere Intuition. Die Welt um uns herum liebt es, Analyse und methodisches Denken zu verherrlichen.
Die Philosophie des Wu-Wei und das Herz des Taoismus legen jedoch einen unbestreitbaren Wert auf unsere angeborene Intuition. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einer Weggabelung in Ihrem Leben. Es könnte sich um eine wichtige berufliche Entscheidung handeln, um einen Scheideweg in Ihren persönlichen Beziehungen oder sogar um die scheinbar unbedeutende Entscheidung, Ihr Essen aus einer Speisekarte auszuwählen. Wie wäre es, wenn Sie sich einfach erlauben würden, im Augenblick zu sein, anstatt jede Entscheidung einem erschöpfenden analytischen Abwägen zu unterziehen? Atmen Sie tief ein und lassen Sie sich von Ihrer Intuition leiten. Es ist diese innere Weisheit, dieses spontane, instinktive Handeln, das mit dem Konzept des Wu-Wei übereinstimmt. Die Intuition in unser Leben einzuladen, erfordert Geduld und Ruhe, und wir können dies durch Aktivitäten wie Tagebuchschreiben und stille Reflexion fördern. Kreative Bemühungen, die frei von Urteilen und Erwartungen sind, dienen als fruchtbarer Boden für das Wachstum des intuitiven Vertrauens. In unserer modernen Welt scheint es eine Herausforderung, Intuition und Vernunft in Einklang zu bringen. Indem wir die Verbundenheit aller Dinge anerkennen, überwinden wir die duale Natur des Verstandes, ebnen den Weg für die Intuition und richten uns neu auf das Dao aus. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, die Reise des Lebens mit größerer Leichtigkeit und Harmonie zu bewältigen. Lektion 5: Finde Freude im Gewöhnlichen. Lebe bodenständig, wenn du wohnst. Halte dich beim Denken an das Einfache. Sei bei Konflikten fair und großzügig. Wenn du regierst, versuche nicht, zu kontrollieren. Tu bei der Arbeit das, was dir Spaß macht. Sei im Familienleben vollkommen präsent. Mit diesen Worten beleuchtet Lao Tzu im Dao De Jing die Kraft des Gewöhnlichen. Die fünfte und letzte Lektion von Wu-Wei lädt uns ein, die Freude am Gewöhnlichen zu schätzen und das Alltägliche zu genießen. Das gesellschaftliche Gefüge, in das wir eingebunden sind, zwingt uns oft dazu, das Große zu suchen und außergewöhnlichen Erfahrungen nachzujagen. Doch die Philosophie des Wu-Wei regt uns an, im Alltäglichen, im Unbedeutenden Zufriedenheit zu finden. Und wenn wir diese Zufriedenheit kultivieren, fördern wir auch die Demut. Indem wir die Tiefe im Gewöhnlichen erkennen, richten wir uns ganz auf den gegenwärtigen Moment aus. Unser Ego mit seinem unaufhörlichen Bedürfnis, zu benennen, zu beurteilen und das zu verfolgen, was es für wertvoll hält, führt uns oft von der ehrfurchtgebietenden Schönheit des einfachen Seins ab. Die Welt um uns herum wahrhaftig zu sehen und uns mit ihr zu verbinden, ohne die Einmischung des Egos, ist eine der tiefsten und tiefsten Erfahrungen, die man machen kann. Akzeptanz wird unser Weg zu dieser Weisheit. Wenn wir die Vergänglichkeit aller Dinge begreifen, können wir selbst in den scheinbar banalsten Aspekten des Lebens Wertschätzung finden. Die Weisheit des Wu-Wei ist wie eine sanfte Flussströmung, die uns weg von Kampf und Streit hin zu Harmonie und Zufriedenheit führt. Sie erinnert uns daran, uns auf den natürlichen Fluss des Lebens einzustellen, unserer Intuition zu vertrauen, zielgerichtetes Nichtstun zu kultivieren und das Bedürfnis nach Kontrolle loszulassen. Es ist eine Philosophie nicht des Tuns, sondern des Seins, nicht des Strebens, sondern des Fließens. Darin liegt die tiefe Schönheit und Einfachheit des Lebens im Wu-Wei begründet. Wenn wir über unsere Reise durch die Weisheit des Wu-Wei nachdenken, finden wir Ruhe und Harmonie, die in uns aufblühen und uns mit dem Rhythmus der Natur und unserem wahren Selbst in Einklang bringen. Diese uralte Weisheit, die im Dao De Jing niedergelegt ist, ermutigt uns, unseren festen Griff nach dem Leben loszulassen, unser Bedürfnis, jedes Ergebnis zu kontrollieren und zu orchestrieren, loszulassen und stattdessen sanft mit den Strömungen des Lebens zu fließen. Wu-Wei zu praktizieren bedeutet nicht, dass wir aufhören zu handeln oder nach unseren Zielen zu streben. Es legt uns vielmehr nahe, achtsamer mit unseren Handlungen und den Absichten, die sie antreiben, umzugehen. Es fordert uns auf, nicht aus Zwang oder Angst zu handeln, sondern aus einer Position der Übereinstimmung mit unserer wahren Natur und der Natur der Welt um uns herum. Der taoistische Weise Chuang Tzu liefert dafür eine überzeugende Illustration. Nach dem Tod seiner Frau trauerte er nicht, sondern feierte, was bedeutet,
dass er die zyklische Natur des Lebens akzeptierte und sich verpflichtete, mit ihr zu fließen, statt sich ihr zu widersetzen. Jetzt laden wir Sie ein, die Lehren von Wu Wei in Ihr tägliches Leben zu übertragen. Beobachten Sie, experimentieren Sie und erleben Sie, wie die Umsetzung dieser Prinzipien Ihr Gefühl von Frieden und Erfüllung tiefgreifend beeinflussen kann. Denken Sie daran, dass die Reise von 1000 Meilen mit einem einzigen Schritt beginnt, also fangen Sie klein an, seien Sie geduldig und erlauben Sie dem Prozess, sich natürlich zu entfalten. Mit den Worten von Lao Tzu: Das Dao tut nichts, lässt aber auch nichts unerledigt. Möge diese Weisheit Sie auf Ihrer Reise leiten und Sie daran erinnern, dass alles zur richtigen Zeit und am richtigen Ort geschieht, wenn Sie im Einklang mit dem natürlichen Fluss handeln.